Wie lässt man durch diskret du einen Garten durchsuchen? Mit mir. Schließlich sind Ups. Die Königin sich freut, wenn ich dir gleich das ganze Einhorn mitbringe. Oh mein Gott, wie geil ist das? Liebte Clara, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass das Lagerhaus geschlossen wurde. Bla bla. Sag mal, Wegpunkt-Dings da oben. Kannst du dich mal entscheiden, wo ich langreiten soll? Ich brauche ein bisschen Pflege. Offensichtlich. Ich meine, der muss sich obenrum komplett ausziehen, ja? Vor einem Mann. Ich will's dir nur mal sagen. Geh mal an dein Telefon, Detlef. Digga. Kannst du denn? Digga, lass mich da einfach hingehen. Ich regel das. Muss ich ja wahrscheinlich sowieso, weil der absolut nichts bringen wird. Ich sag dir das jetzt schon. Guck dem Raben einfach 30 Sekunden in die Augen und dann weiß er ganz genau, was er tun muss. Ja, das ist überhaupt nicht merkwürdig oder so. Das schmeckt ihm gerade sehr gut, das sieht man. Das Pferd isst das Gras auf dem Zaun, Holz, nee, Steinzaun, links, egal. Wir fesseln ihn einfach irgendwo richtig heftig, dass er da auch in seinem Zustand nicht rauskommt. Dann warten wir, bis das weg ist, der Zustand, und dann können wir weitermachen. Wahrscheinlich ist der Käfig irgendwie so morsch oder so. Oder so zerfressen, das Metall, dass das dann brechen wird. Geralt ist ja sehr fürsorglich. Ich würde ja nicht mit dem, der in komplett schwarzer Rüstung vor mir steht, kämpfen wollen. Der wohnt bestimmt nicht hier. Nein. Rührt sich nicht. Das sind bestimmt nicht Detlefs Raben. Nein. Geht schon los. Wenn man eine Sache im Kopf hat und was sagen möchte und beide vermischt und schon ergibt das Gesagte keinen Sinn mehr und oh, ein Hund. Wir haben zwar noch nichts mit Kunst am Hut, glaube ich, aber okay. Ey, weißt du, alle Leute kriegen richtig geile Sachen und dann komm ich. Das Häschen und die Eiersuche. Wow, das war ein echt notwendiges Update. Hier ist nichts passiert. Wir jetzt im Rathaus die Karriere für dich annehmen. Alles, was recht ist. Ach, ein Anwalt. Oh. Und vor der Toilette, ja. Aber hey, wir haben unsere Yogamatte im Bad, das ist ganz normal. Nicht, dass einer ausreicht. Nein, wir brauchen noch einen Partyherd. So, man hat natürlich drei Hähnchen auf dem Couchtisch liegen. Ist ganz normal. Das ist schon cool, aber das können wir uns, glaube ich, nicht kaufen. Doch, oh, ups. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Schade, du hättest ja klappen können. Das macht richtig Spaß. Jetzt machen wir die Schafe an, oder was? Das wird echt eine Katastrophe. Wer von beiden wohl zuerst kotzt? Es rutscht zwar jetzt weg, das Reh, aber egal. Ob ich Kuh drücke oder in China fällt ein Sack Reis um, Alter. So, mich sieht ja keiner, ne? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Geht ficken, Leute, ganz ehrlich. Geht ficken, ey. Je schneller wir es hinter uns bringen. Ich habe dir ein paar meiner alten Kleider in eine Truhe gepackt. Gut, ich zieh mich um. Danke, Herr Hans. Ich jetzt kriege ich schon Hans seine Klamotten. Komm jetzt. Hans ist echt ein super Typ, Alter. Der sitzt da ja echt gut, der Typ, ne? Ich, also, weiß ja nicht, was er da macht, ob er... Nein, ich will es gar nicht wissen. Hier mit unserer edlen Kleidung hier, ey. Kann ich mich ergeben? Hallo, ich bin hier! Keine Bewegung!
Jemand hat gemeldet, dass du Schlösser knackst. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist. So, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Das ist geil. Sag mal, Typ, ich werde jetzt diesen Rechner hier erstmal entfernen. Das geht ja mal gar nicht. Und dann hoffen wir, dass du dann befördert wirst. Und zwar bevor du irgendwie jetzt verreckst oder so. Das wäre nämlich sehr geil. Sitzt da wie Gott in Frankreich. Halt! Stopp. Ich meine, die Mutter ist schon Rentnerin und er ist noch ein Kind. Das heißt, sie ist gefühlt um die 80 und er ist 14. Keine Ahnung. 12 oder so. Es ist schon ein bisschen strange, oder? Ich finde geil, er gibt da ja einfach nur mit der Maus Zahlen ein. Warum klatscht er da so auf der Tastatur rum? Was für einen Mehrzwecksinn hat das? Er macht erstmal mit dem Feuerwehrmann ein Interview, während die anderen arbeiten und er nicht mithelfen braucht. Schön, dass die hier ständig Bekanntschaft mit den Katzen machen, die ja eh nicht mehr hier wohnen. Sag mal, Hund, was willst du eigentlich? Du bist gerade voll durch die Prärie gelatscht. Naja, also wenn ich sehe, dass sich jemand komplett mit Senf eingeschmiert hat und sich dann auf einer Leinwand hin und her gewälzt hat, ich würde das auch nicht geil finden. Was haben wir denn hier alles, ey? Aus den ganzen Karrieren, ne? Malerkarriere. Ich bin gespannt, wann Livus das merkt. Nicht nur, dass unsere Protagonisten in unserem Projekt jetzt gestorben sind und bei mir zumindest die zweite Generation anfangen würde. Und Livus ist ja immerhin auch gestorben, sein Grab ist ja da hinten. Boah, was mach ich? Oh, aber gerade so, ne? Holy shit. Oh, abgeschlossen. Toll, klasse. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen. Wir sollten uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Das ist ganz wichtig, dass wir eine hässliche Grille dabei haben, die alles... Wir haben nur Feuer, das ist ja blöd. Egal. Es müssen auch drei Türen ineinander sein, ne? Das muss extravagant sein, das geht nicht anders. Wow, Beweis Fußspur erhalten. Wie kann man eine Fußspur in die Tasche stecken? Ja. Sora muss ja unbedingt der Katze vertrauen, die sagt, der Schatten kommt. Natürlich passiert das jetzt einfach so, damit Sora weiß, wie sowas geht. You guys ain't heroes. Come on. Goofy zählt erstmal nach. Ja, nee, ist klar. Das hat man euch gleich so beigebracht. Ihr fliegt jetzt auf den Lappen dazu und werdet sterben. Ach, das ist eine Welt. Ich wollte schon abschießen. Tarzan steht da hinten noch. Der hat Angst. Jetzt sind wir hierher geflogen oder gesprungen. Nur um Dalmatina nach Hause zu bringen. Wow. Wobei du ja auch keine Probleme damit hast, die Blumen voll zu labern. Nein, ich möchte auch nicht mit Penny Pizzas was machen. Oh, jetzt habe ich Lust, die Pizza endlich zu essen. Ja, die Schönheit ist nur ein bisschen besonders. Ne? Wobei, das passt hier sogar rein. Richtig zum Verhängnis, die gute Zombie-Kalypse. Gute Apokalypse. Okay, er muss auf jeden Fall programmieren, um mal entwickelt zu werden. Ja, um befördert zu werden. Wer auch immer sich ein Bohrmaschinen-Jingle unbedingt, wer das haben möchte. Oh, wir haben hier schon 8 Dings. Boah, weißt du noch, wo damals Wolfgang Amadeus Mozart gelebt hat? Das war echt schön, diese Klavierstücke, Mensch, das ist echt wunderschön. Und sie sitzt da nur so, okay. Auch mal eine Gitarre in der Hand gehabt, mag ich überhaupt nicht. Da ist jemand im Weg. Ich gehe einfach nackt wieder raus. Ist kein Problem. Na, ob er sich darüber freut, dass er in die Du musst jetzt Haushaltgruppe aufmachen, aufgenommen wird, ich weiß ja nicht. Weißt du was? Ich bin ein kriminelles Superhörn. Ich arbeite 2-mal in der Woche und kriege da voll das Geld für Giftwolke.
Sarah hat das Licht einfach noch rot gemacht. Oh, ist das geil. Ist das geil. Oh Gott. Zwei Uhr morgens. Buddha ist natürlich noch wach. Er denkt über sich selbst nach. Suchmeldung nach Vermützter. Katze posten. Fleißige Kinderarbeit. Ich komme in die Hölle, Leute. Ich komme in die Hölle. Ins Bad. Oder aufs Bett? Aufs Bett. Alles klar. So. Was ist das denn für einer? Yuki. Ey, yo. Das passt doch eins zu eins, ey. So wie er schon... Oh, nee, ist das geil. Oh, ist das cool. Hausaufgaben? Nein, du machst keine Hausaufgaben. Was bist du denn für einer? Sag mal... Da steht die auf dem... Oh, scheiße. Ob der Baum? Das hier ist auch eine schöne Hanfpflanze, ne? Jetzt hat er seine Plantage. Und wir packen vorm Spiegel noch eine Plantage hin.